In Lecce, auf der zentral gelegenen Via Umberto I, liegt das Celestina-Kloster. Es wird als das wichtigste Denkmal der barocken Architektur der Terra d'Otrantos und eines der auserlesenen architektonischen Ornamente der Stadt betrachtet. Das Gebäude ist heute Sitz der Provinzverwaltung und der Präfektur und trägt diesen Namen von den Orden der Celestina, die früher hier lebten. Die Vorderansicht ist in jeder Hinsicht äußerst auserlesen. Die Fenster sind mit raffinierten Gesimsen und mit zahlreichen Barockfriesen verziert, die Blumen, Obst und andere auserlesene Dekorationen darstellen. Die Fensterdekorationen des zweiten Ordens treten vor allem auf der oberen Seite stärker hervor. Sie verleihen der Fassade Anmut und verschönern das gesamte Gebäude. Bemerkenswert ist auch das zentrale Eingangsportal. Das massive Gebäude steht im Einklang mit der gesamten Fassade, die das ausdrucksvollste Symbol des 17. Jahrhunderts in Lecce darstellt. Wenn man die Schwelle des Portals überschreitet, kommt man ins Innere des prächtigen quadratförmigen Klosterkreuzgangs. Der kleine Zugang, der das Celestina-Kloster mit dem Heiligkreuz-Basilika verbindet, ist von besonderem architektonischem Wert. Die Flügeltür ist unter eine suggestive Lünette eingebettet, die vollständig aus Stein besteht und reiche Verzierungen aufweist. Darüber nochmal ein halbrunder Tympanon. Der Raum, in dem heute der Provinzrat tagt, ist ein ganz besonderer. Er hat eine Holzkassettendecke und ist mit verschiedenen Friesen und mit dem Symbol der Lecce-Provinz verziert. Das Wappen steht auch hinter dem Präsidenten vorbehaltenen Sessel und stellt eine Delfin mit einem Halbmond im Mund dar. Das Kabinett des Präfekten ist mit prächtigen antiken Möbeln eingerichtet und wird von einem schicken Kronleuchter beleuchtet. Die Decke ist reich an Fresken mit den Allegorien der Provinz Lecce, Brindisi, Bari und Taranto in vier großen Lünetten dargestellt. Der sogenannte Wappenraum bewahrt die Wappen aller salentinischen Gemeinden auf. Er ist ein Vorraum einer Reihe von Räumen und üppig geschmückten Salons, unter denen der rote und der grüne Salon hervorstechen, die die prächtigsten Salons der gesamten Gebäudes sind. Hier verleihen Tapeten, Stuckarbeiten, Marmor und jede Art von Kronleuchtern der gesamten Umgebung einen Hauch von Eleganz. Der Speisesaal ist auch sehr typisch. Er ist mit antiken Möbeln und prächtigen Gemälden eingerichtet, von denen einige für eine Dauerausstellung dem Museum Castromediano gewährt wurden. Neben dem Speisesaal gibt es auch einen Billardraum für die Freizeitaktivitäten der Gäste des Gebäudes. Einer der wichtigsten Räume des gesamten Gebäudes der Celestina ist der sogenannte Festsaal,
auch Spiegelsaal genannt, wegen der eleganten und prächtigen Kristallwandspiegel. In diesem Salon wurden in der Vergangenheit pompöse und denkwürdige Empfänge organisiert und er wurde von berühmten Persönlichkeiten wie Ferdinand IV., Joaquin Murat und dem König Ferdinand II. Besichtigt.